Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu die Siedler 6, Aufstieg eines Königreichs. Ja, wir sind immer noch in der Mission weg hier. Müssen jetzt gucken, dass wir die Bären ausräuchern. Dazu sollten wir allerdings ein paar mehr Soldaten haben. Und vielleicht am besten auch Bogenschützen. Also kümmern wir uns erstmal um die Thematik, dass wir Bogenschützen zusammenkriegen. Kühe haben wir schon mal. Dass wir etwas Käse produzieren können. Hier ist alles ausgebaut. Bei den Milchbauern fehlt es an Kühen. Ja, die Milchbauern. Schäfer ist alles okay soweit. Ah, da werden Steinmetz und Jägerhütte ausgebaut. Gut. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, das heißt, wir können jetzt ja, Besenmacher und Seifenmacher errichten. Seifenmacher. Und Straßen. Ne, Straßen können wir noch nicht ausbauen. Mist. Ja, und am Fisch kommen wir leider nicht. Wir werden zwar irgendwann Fischerhütten errichten können, aber bis dahin. Ihr beide seid jetzt maximal ausgebaut. Gut. Bauen wir euch aus. Und unser zweiter Trupp Schwertkämpfer. So, jetzt wird Geld geholt. Zwei Trupps Schwertkämpfer, sagen wir drei Trupps Schwertkämpfer und zwei Trupps Bogenschützen. Die dürfen reichen. Ach, du holst dir Klamotten für den Winter. Den Dauerwinter, den wir hier gerade haben, halt. So, und dann warten wir drauf, dass wir Putzmittel zusammen haben, die Reinigungsgüter, um auf den nächsten Rang aufzusteigen. Und da sollten wir auch bei Gelegenheit das Lagerhaus mal ausbauen. Ich habe zwei Metzgereien, gut. Da kommt die erste Milch. Und ich darauf warte, dass die letzten Kühe kommen. Wo auch immer. Da sind sie. So, sobald wir etwas Milch drin haben, wird eine Käserei gebaut. Dann haben wir nochmal ein Nahrungsgebäude mehr. Mein neuer Titel ist einer Heldensage würdig. So, wir haben einen neuen Titel. Schon unterwegs. Können jetzt mit der Produktion von, mit der Ausbildung von Bogenschützen beginnen. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Nach einem Fest werden mehr Siedler heiraten. Ich weiß, wie man die Leute unterhält. So, dann holen wir uns mal Frauen. Durch ein Fest.
bauen unseren Bogenmacher aus. Können ihn ruhig mal auch ein bisschen grölen lassen. Mighty strong, so grim and bold. A fierce and savage kind of lad. Okay, unser Steinbruch hier ist bei der Schrift. Not for bad. But there was an evil plight, whose nemesis he could not fight. Thus he spoke, what a disaster. His foes would die of shameless laughter. He couldn't tell a proper story of slaying things, achieving glory. He babbled, spluttered. So. Perfektes Fest. 17 Ehefrauen. Bauen wir mal das Lagerhaus noch aus und dann lassen wir die Leute wieder produzieren. Uns geht nämlich langsam die Nahrung aus. Und von den beiden kriegen wir leider keine Nahrung. Nächstes haben wir jetzt ein bisschen Sonnenschein gerade. So, hier sieht auch unser Marktplatz ein bisschen schöner aus. Und ich glaube, wir schließen jetzt die Käserei auch mal langsam an. Und errichten Steinstraßen, während unsere Bogenschützen in der Mache sind. Ich glaube, bei dem Wildbestand, den wir gerade haben, tut es auch noch eine zweite Metzgerei. So, brauchen wir hier unten eine Straße unbedingt lang? Eigentlich nicht. Die hier jedoch. Und ich würde sagen, bis zu der Jägerhütte brauchen wir auch eine Straße. So. Und bis hierhin könnte auch eine Straße nicht schaden. So. Das war die Straße da runter zur Eisenmine. Die müssen wir nicht unbedingt befestigen. Und hier sind jetzt alle befestigt. Gut. Ah ja, Nahrung kommt wieder rein. Sehr schön. Bögen werden auch langsam bereit. So, die beiden noch upgraden. Ja, es ist zwar jetzt nicht viel Milch, was reinkommt, aber es reicht für die eine Käserei. So, erster Trupp Bogenschützen. Wie ihr wünscht.
Ja, dankeschön. Ein Steinbruch ist erschöpft. Gut, das heißt, mit euch war's das dann. Wir haben einen wahrhaft edlen Herrscher. Ich könnte ein ganzes Pferd verputzen. Oh, da haben sie Hunger. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. So. Das heißt, den Steinbruch können wir abreißen. Wir haben ja immer noch den unteren. Wenn's hart auf hart kommt. So, da wurde die letzte Ladung Bögen. Und damit haben wir jetzt genug Leute, um die Bären auszuräuchern. Es geht mir gut. Richtig gut. Schon unterwegs! So, für die Feuerstelle brauchen wir 15 Holz. Ein Karren wurde ausgesandt. Auf euren Befehl! So, der wird jetzt hier hochfahren und dann entzünden wir das Feuer und haben den Bären an den Hacken. So, mit dem Geld, was wir haben und dem Stein können wir unsere Burg auch ausbauen. Könnte theoretisch das Lagerhaus auf Maximum ausbauen, brauchen wir allerdings immer noch nicht. Ja, hier sieht man schön, hier ist so eine Art Hochebene. Wir sind auch mehr oder weniger auf einer Hochebene. Während das hier alles eher Flachland ist. Mit schönen Wäldchen. Aber die Ansicht ist da doch informativer mit den Rohstoffen. Wobei wir hier sehen, wo wir Wälder haben. So, Feuerstelle. Das Feuer brennt. Das wird die Bestien aus ihrer Höhle treiben. Vorsicht, sie werden wütend sein. Die wilden Bestien sind aus ihrer Höhle gekommen. Ihr müsst sie besiegen und unser Dorf beschützen. So. Schießen wir erstmal. Ei! Angriff! Jawohl! Stürmt los! Das ist eigentlich nicht das, was ich geplant hatte, aber gut.